Moin moin und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Arena. Ja, wir suchen die Magiergilde. Beziehungsweise wir können auch das ganze Zeug erstmal bei uns auf der Tasche mal verkaufen gehen. Wir haben hier ja jede Menge Rot hier noch. Hier die Plattengraves. Hier dann noch die Dingens hier, Steel Helm, Steel Longsword und so weiter. Hier den Crystal können wir ja verkaufen, okay. Und hier den Ring können wir verkaufen. Bracelets können wir ja noch verkaufen. Dass wir das jetzt heute in der Folge machen. Ah, da haben wir schon mal jemanden, wo wir was verkaufen können. Dann lass mal da hin. Dann machen wir uns gleich auf den Weg zur Magiergilde. Ah, ich müsste mal eben hier nochmal kurz was ändern. Ah, das. Ich habe hier ein bisschen was geändert gehabt, aber boah, das ist auch so übel hier mit dem. Ach komm, lassen wir erstmal so. Und dann verkaufen wir mal den hier. Ja. Ist jetzt aber auch schon ein Weilchen her, wo ich das letzte Mal hier gezockt habe, weil es war ja mit der Audio irgendwie, da waren viele nicht glücklich mit, ich war auch nie so ganz glücklich mit, aber ich hatte gedacht gehabt, es würde reichen, wenn ich das bei OBS ändere. Und hier genau, ne, nicht den, den hier war, nein, das war der falsche. Ich hatte gedacht gehabt, es würde reichen, wenn ich das bei OBS ändere, aber hat er nicht getan. Dann muss ich das halt hier im Spiel selber ändern. Und ich hoffe, es ist in Ordnung. Deswegen mache ich heute keine große Aufnahmesession, um zu gucken, wie das bei euch ankommt. Ob das mittlerweile besser ist. Oder nicht. Ob ich da noch was vielleicht ändern müsste. Ihr Steelhelm auch noch weg. Die Longsword oder Katana? Ja, eigentlich beide können weg. 11 Gold. Ja, ich freue mich schon, wenn ich die Bracers hier verkaufe. Mach mal Katana. Ebenerz-Katana müssten wir auch noch finden. Oder den Dai-Katana aus Ebenerz. Genau, den Crystal. 1256, das ist nice. Ring of Shielding, den brauchen wir, den Ring. 4050, boah, Digga. Das ist aber viel Geld. So, dann hier Bracelet. 1031, geht auch klar. Schaut mal, wir haben jetzt schon wieder 30.000 fast. Ja, für den hier nicht. Hier nochmal, 1031. Was fehlt uns noch? Ebony Talk, Ebony Amulet. Hier den Potion können wir auch verkaufen. 25, okay. Ah, warte mal, wir können schnell. Wir haben ja eine Liste, die wir abarbeiten müssen, um alles zu kriegen. Habe ich aber nicht gesehen, wie viel Geld wir jetzt am Ende haben. Sind wir wieder bei 30? Nein, nicht ganz. Haben wir jetzt eigentlich noch einen Auftrag angenommen gehabt? Schauen wir mal. So, Queen Midget has tied you to rescue Kapte, the Queen's dear apparent, who is imprisoned in the Mythcare's Labyrinth, south of Skaven. You must have her back in Skaven by Midas, second of Evening Star, to earn the 800 Gold. 800 Gold. Haben wir die schon bekommen gehabt? So. War Stonekeep, Angler. Hier Mythcare's Labyrinth. Waren wir da schon? Weiß ich jetzt nicht mehr. Ist wirklich schon ein Weilchen her, wegen hier Soundaufnahme und so weiter. Also Sound musste gebessert werden. Ah, wir wollten jetzt erstmal Magiergilde. Genau. Mage's Guild. Wrong but at the south of here. Okay. Südlich. Norden, also da lang.
Das sieht nach der Magiergilde aus. Ne, doch nicht. Hä? Ey, du da, warte mal. Hallo. So, du sag mal, wo ist denn die Magiergilde? Lauf auf hier. Okay, wie weit nach Süden muss ich denn? Oh, das könnte es schon. Oder wir gucken nochmal auf der App. Wird auch sein, dass das hier ist. Oder das da. Sag mal, Magiergilde? West of here. Okay, dann halt nach Westen jetzt. Dann sehen wir die gleich wahrscheinlich sogar schon. Das ist nicht die Magiergilde. Dann fragen wir mal den Typen hier. Southeast of here. Oh. Hä? So, wo könnte die jetzt sein? Ich glaube, das ist das hier. Das hier sieht sehr magiergildig aus. Ja, das ist sie. Genau, Mage's Guild. Dann gehen wir mal rein. Dann schaue ich nochmal auf die Liste. Wir wollten hier ja was haben. Wo haben wir es? Gaven, Hammerfell. Genau. Ebony Belt of Willpower. Brauchen wir hier. Ich hoffe, der war jetzt 25.000. Magic Item. So. Ebony Belt of Willpower. Ah, 15.500. Okay, dann nehmen wir den. Warte mal. Warte. Gehen wir noch mal kurz raus. Belt of Willpower. Können wir schauen. Haben wir den nicht vielleicht sogar? Wirklich schon weichen hin. Belt of Agility haben wir. Können wir den Belt of Agility verkaufen und kaufen dafür Willpower, weil den wollten wir ja haben. Hallo. Auch Willpower, der war mir wichtiger. 15.500, ja, nehmen wir. So, dann können wir den eben aufsetzen und können uns eigentlich schon auf den Weg und wir hätten den hier behalten können. Seht ihr das? Ah, hab jetzt umsonst gekauft. Dann lassen wir das mal, was wir jetzt haben. Dann verkaufen wir den von Willpower. Ebony Belt of Willpower. Brauchen wir den nicht. Agility ist deutlich besser dann. Ah, das war jetzt echt doof. Ich hätte vorher speichern sollen. Suchen wir mal was, wo wir es wieder verkaufen können. Und dann würde ich sagen, schaue ich mal auf die nächste Liste. Wo wir dann als nächstes hin wollen. Wieder nach Valenwood müssten wir dann. Und ja, Valenwood hauptsächlich den nächsten. Und Somerset Isles. So, einen Moment. Die andere Liste mach ich mal wieder weg. Valenwood ist jetzt wichtiger, dann können wir da zumindest auch noch mal wieder ein bisschen Geld verdienen gehen. Wo ist denn jetzt der nächste Laden? Schauen wir mal auf die Map. Ja, hier unten werde ich auch nichts finden, genau.
Gehen wir mal nach Norden ein bisschen. Oder ich frag den hier mal, wo der nächste Laden ist. Nearest Store, genau. Nordöstlich. Okay. Ja, echt, ich hätte vielleicht vorher speichern sollen, um zu gucken, brauchen wir den jetzt oder nicht. Jetzt haben wir den blöderweise gekauft und das heißt dann, wir müssen in der nächsten Stadt wahrscheinlich auch nochmal Geld verdienen gehen. Da haben wir den Laden. So, Vintage Gear Store. Ja, verkaufen wir den da mal hier. Ich glaube, wir kriegen zumindest ein bisschen was wieder. Belt of Agility? Nein, Belt of Willpower. Verkaufen wir den? 2906. Ja, ist dann jetzt halt leider so. So, dann müssten wir für die nächsten beiden Items nach Walenwood. Um genau zu sein, müssten wir einmal nach Havenhoven oder wie das heißt? Können wir das mal? Ullenhoven? Ne, hier steht nur Hoven. Eldengrove, da haben wir. Was ist denn das jetzt? Hier, da müssen wir hin. 51 Tage. Die andere Stadt wäre tatsächlich Arentia. Die ist hier. Einen Moment, ich bin sofort wieder da. So, da bin ich wieder. Und wir suchen immer noch, wie hieß das jetzt? Arentia auch noch. Arentia. Hier. Macht es am meisten Sinn, wenn wir zuerst hier hingehen, nach Arentia. Und danach nach Haven. Ja. Weniger Tage für. Dann reisen wir mal da schnell hin. Und suchen uns da dann schon mal die Ebenerzkatana. Und wir sind mitten in der Nacht. Natürlich. Mitten in der Nacht sind wir hier. So, aber zum Glück ist hier schon eine Taverne. Hier pennen gehen. The Flying Castle, nice. Gehen hier weg. Ich habe das Gefühl, hier ist die Lautstärke wieder höher gegangen. Kann das sein? Ne. Weiß ich jetzt nicht. Get a room. Ja, wir wollen hier Singlezimmer. Ein Tag, wird reichen. Ja, 10 Gold. Ja. Wie spät haben wir es? Wir haben es 5 Uhr am frühen Morgen. Ja. Wir sagen, 2 Stunden würde reichen. So. Eben jetzt Katana müsste aber 12.800 kosten. Da ist die Tür. Und die müsste auffindbar sein in The Basic Weaponry Store. Ja, hier ist richtig auf jeden Fall. Suchen wir mal gleich draußen Basic Weaponry. Könnten wir uns die schon mal leisten. Die andere eben jetzt Klinge können wir verkaufen. Ich hoffe, die gibt's hier. Where is our Equipment Store? Basic. Basic Weaponry Store, war es das? Ja, das müsste hier sein. So, go southwest for a while and ask there. Südwestlich. Gut, dann ab dahin. Müssten wir die Ebenerzkatana dort finden. Da sieht schon mal nach was aus. Ist das der?
Polilias General Store? Nee, das ist er nicht. Vielleicht auf der anderen Seite. Irgendwie hier. Nein, ist auch nicht. Da hinten gibt es auch nochmal Läden. Vintage Provisions ist auch nicht das Richtige. Annie's Finest Weaponry Store ist auch nicht das Richtige. Du, sag mal, wo ist denn der Basic, the Basic Weaponry Store? I might be wrong, but it looks so for a while, okay. Ab nach Süden. Ja, den müssen wir jetzt auf jeden Fall finden. Für die Ebenerzklinge oder Ebenerzkatana. Equipment Store. Basic Weapon Store. Noch weiter südlich. Süden. Das sieht schon mal nach was aus. Wo haben wir hier die Tür? Haben wir eine? Rare Weapon Restore. Ist schon mal nicht das Richtige. Vielleicht irgendwo noch eine Tür. Habe ich eine übersehen? Habe ich keine übersehen. Sag mal, wo ist denn die Basic Weaponry Store? Ja, perfekt, nice. Geiler Typ. Nein, falsche Taste. So, the Basic Weaponry Store. Ah, okay. Alter, wie viel ist denn hier? Was haben wir hier? Delicious Gear Store. The Rims Gear Store. Und dann haben wir hier. Ja, hier ist es. Wieder mal rein. Dann können wir unsere Katana da umtauchen. Also, beziehungsweise, wir verkaufen unsere Ebenerz-Axt und kaufen uns dann den Daikatana. Weapon. So. Every Katana will. Nice, 12.800. Den will ich haben, hier. Und Sell, dann verkaufen wir unsere Ebony Battle Axe. Ja. 7257 kriegen wir immer noch dafür. So, dann müssen wir den jetzt eben noch ausrüsten. Hier, Ebony Katana Will. Nice. Und ab jetzt könnten wir eigentlich. Warte mal, wie viel Geld haben wir? 11.530. Ja. Wir könnten in Somerset Alt bei Cloudrest uns eigentlich die Ebenerz-Langbogen holen, aber das und leisten, aber wir wollen ja noch hier bleiben. In Valenwood. Würde ich sagen, wir reisen ab jetzt nach Haven. Ja, Haven. Und suchen uns den mal die Unearthed Equipment Store. Oh, ist schon wieder Nacht. Wann haben wir das Katana jetzt? Suchen wir uns mal jetzt eben ganz schnell eine Taverne zum Pennen. Kann sein, dass wir gleich irgendwo attackiert werden. Hier haben wir schon mal die Magiergilde. Immerhin. Ja, natürlich. Werden wir hier attackiert. Er hat nichts. Auf zu zucken. Ja, wir brauchen jetzt ganz dringend eine Taverne. Oder irgendjemand, der uns sagen kann, wo eine Taverne ist.
Warum müssen wir eigentlich immer nachts hier auftauchen, so ankommen? Wird das mal aufgefallen? Egal wo wir hinkommen, wir... Boah! Warte, wo haben wir das? Wo haben wir es? Healing. Healing? Der Eisgolem. Auch noch ein Eisgolem und ganz schnell heilen. Noch mal ganz schnell heilen. Wir sind gleich jede Menge Gold wieder los. Kann der mal drauf gehen? Hallo? Endlich. Der hat auch nichts. Super. Du, sag mal, wo ist denn die nächste Taverne? Nearest Inn? Perfekt. Geiler Typ. Finden wir den jetzt? Ah, wieder nach Norden, okay. Hinter dem Gebäude. Ja, dann gehen wir rein. Ja. So, dann holen wir uns eben ein Zimmer. Get a room. Single. One. Ja. Wie spät haben wir es? Wir haben es. Ja, okay. Das heißt, Camp for a while. 12 Stunden können wir durchpennen. Raus. Also. Ja. So, hallo, hier geblieben. Gute Dame, können Sie mir sagen, wo wir hier jetzt muss ich den suchen eben, einen Moment. Unearthed Equipment Store. Finden. Sekunde. Eine General Supply Store. Irgendwas so. In Richtung. Wo haben wir das? Equipment Store. Caravans Generals. Paronesis General Supply Store. Müsste der hier sein? Easiest east of here. Okay, perfekt. Also da lang. Das hier der? Elite Armaments? Nee. Hier sind die Häuser aber auch ganz schön verwirrend gemacht. Hier ist nicht so leicht zu erkennen, was jetzt was ist. Moin, du sag mal. Equipment Store. Karanis General West von hier. Ist das da dann jetzt? Ah. Ich hoffe, das ist das Richtige. Wobei. Schauen wir mal. Ist das unter Weapons oder Armor? Der müsste wahrscheinlich unter Armor sein. Ebony Tower Shield of Intelligence. Den brauchen wir. 25.750. 50.000 Ebony Kuras. Warte mal. Ich habe hier die andere Liste. So, einen Moment. Wir müssen nochmal hier hin. Der hier, weil der hier besser ist als der andere da. Wir brauchen jetzt 75.000 Gold. 75.000 Gold müssen wir uns
holen, auftreiben. Das heißt, wir suchen uns dann. Wo haben wir das Königshaus? Doch hier irgendwo sein. Dann machen wir noch mal ein paar königliche Aufträge. Hier im ganz Nordwesten. Westen. Wenn wir ein paar königliche Aufträge haben, dann kriegen wir die Ebenerz-Rüstung irgendwann. Also den Kyras. Und den Ebenerz-Tower-Shield, den wir ebenfalls brauchen. Weil die, die ich gefunden habe, hier auf so einer Internetseite, die ist halt, kostet zwar nur 400, aber die bringt gar nichts. Ich habe keinen besseren gefunden gehabt auf der Seite. Bis ich jetzt hier war. Dann schauen wir mal. Was hat er so? Ah, you are Maxdeus. I will speak with you. For my city-state needs help. You must rescue someone. I have heard you have sufficient experience. Are you interested? Natürlich sind wir interessiert. Kogon Pineski, my eldest son, missing for days, has finally been located in the internal pit of Lichas Mines, to the north. I think he is the prisoner of the Dark Brotherhood there. I need you to use your every talent to complete the rescue by Freda 25th of Sunstone. After that, I will send someone else and your reward of 4,196 gold will be forfeit. I take it you realize the strength of the Dark Brotherhood and will not accept this quest unless you feel you are capable. Are you the person for the quest? Natürlich sind wir das. You are a brave Nord indeed, Rex. I have inscribed the exact location of the dungeon on your map of Tamriel. Use that to guide you. Good luck and good speed, Max. Ja, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge kümmern wir uns darum, dass wir den guten, wie auch immer jetzt heißt, hier befreien. Und hoffentlich verdienen wir hier durch ihn nochmal ein bisschen ordentlich an Kohle, dass wir uns beides hier leisten können. Einmal den Ebenerz-Schild und den Kyras. Ich bin's, euer Maxdeus und ciao.